Das hier ist unser ganzer Stolz. Das ist unser Eagle One. Das ist eine tolle Sache. Ja. Also ich sag, auf sowas hätten wir früher 20 Jahre gewartet. Ja, das ist unser Seenotrettungssimulator. Und Frau Kling? Ja, Frau Kling, könnten Sie wie immer die Einführung machen, während wir uns hier einbauen? Kommen Sie, setzen Sie sich da bitte auf den Stuhl. Co-Pilot. Also, stellen Sie sich vor, Sie sind aus einem libyschen Folterknast mit knapper Not entkommen. Libyscher Folterknast, okay, verstanden. Haben bereits eine Nacht auf dem Mittelmeer verbracht. Das Wasser geht zur Neige. Kein Benzin. Kein Essen, die Wellen werden immer höher. Ihre einzige Hoffnung zu überleben ist ein Flugzeug der EU, das über ihren Köpfen kreist. Entschuldigung, Frau Kling, wir wollten ja nicht üben, gerettet zu werden, sondern selber zu retten. Gut, also dann haben Sie jetzt Starterlaubnis, ja? Okay. Eagle One, los geht's. Okay. Also halten Sie sich fest, ja? Wir steigen. Reiseflughöhe ist erreicht. So, ich muss die Sachen da. Also die Aussicht, schön, oder? Haben Sie aber das mal schön jetzt, aber nur aus Verständnisgründen. Sagen Sie, warum machen wir denn jetzt eigentlich Seenotrettung aus der Luft? Ah, ganz einfach, weil wir seit 2015 100 Millionen Flugzeuge und Drohnen investiert haben. Aha, und wie viel in Schiffe? Lass mich kurz nachrechnen. 0 Euro. Und warum nicht? Ja, weil das die Seenotrettung effektiver macht. Und ich dachte, Schiffe machen Seenotrettung effektiver. Die EU hatte ja Schiffe, sie muss ihren Einsatz drastisch reduzieren. Warum waren wir nicht erfolgreich? Doch, das genau war das Problem. Wie macht man denn eine Sache, die erfolgreich ist, effektiver, indem man sie reduziert? Ja, also wenn Sie Essig reduzieren, haben Sie auch Essenz. Es ist also Essig mit Schiffen, ja? Nein, sehen Sie, Frontex hat ja früher die EU-Rettungsmission unterstützt mit Schiffen. 15 an der Zahl. Jetzt lassen Sie mich nachrechnen. Kreuz im zentralen Mittelmeer, Frontex-Schiffe 0. Aber es gibt noch eine EU-Operation. Die Irini, ne, da sind immerhin noch 2 Schiffe auf dem Mittelmeer unterwegs. Aber ich sehe die gar nicht. Ja, das ist ganz einfach, weil die haben ihr Operationsgebiet weiter Richtung Osten verschoben. Sind da auch Geflüchtete unterwegs? Nein. Warum sind die dann da? Weil da die Wahrscheinlichkeit, in Rettungsoperationen involviert zu werden, geringer ist. Klingt aber ziemlich zynisch. Finden Sie, das ist die Originalformulierung des diplomatischen Dienstes der EU. Ach, da möchte ich den undiplomatischen Dienst gar nicht kennenlernen. die sind da, um Waffenschmuggel zu unterbinden und nicht um Menschen zu retten. Ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen. Ja, die EU fährt mit ihren Schiffen an der Seenotrettung vorbei und Frontex fliegt mit seinen Flugzeugen oben drüber. Und liege ich damit daneben? Gucken Sie mal, 1 Uhr. Da ist tatsächlich ein Schlafboot. Gehen Sie runter, gehen Sie runter. Wir gehen runter, Achtung, wir gehen runter. Okay. Kein Lebensmittel, kein Benzin, die dünnen da rum, das ist eine Notsituation. Ja. Die müssen mal helfen. Jetzt wäre es natürlich, wissen Sie, was jetzt richtig gut wäre? Nein. Ein Rettungsboot. Hören Sie, ich glaube, Sie haben immer noch eine veraltete Vorstellung davon, dass Seenotrettung Menschen aus Seenot rettet. Ach gut, ich bin aber auch kein Profi. Ne? Ja, vermehrte Seenotrettung führt dazu, dass sich Menschen vermehrt in Seenot begeben. Das wissenschaftlich nennt man das den Pull-Faktor. Aber dass die Wissenschaft für diese These noch überhaupt keinen Beleg hat, ich meine, das stört Sie nicht, oder wie? Nein, wieso? Vorsicht, Luftloch! Gottes Willen. Und aufgrund dieses nicht erwiesenen Pull-Faktors, kreuzen die EU-Schiffe jetzt dann nur noch da, wo keine Geflüchteten sind. Ja, und das sehr erfolgreich. Sind Sie, Operation Irini hat in ihrem ersten Jahr, lassen Sie mich nachrechnen, keinen einzigen Flüchtling gerettet. So. Um die Zahl der Ertrinkenden zu reduzieren, muss man also den Bademeister abschaffen. Ja? Jetzt nehmen Sie doch mal Kontakt auf hier. Ach so, ja, also, hallo, sind Sie in Gefahr? Sie haben das nicht verstanden. Ach so, richtig. Sie haben recht, natürlich. Hello, are you in danger? Nein, nicht Sie, sondern Sie mich. Ich verstehe überhaupt nichts mehr jetzt. Sie sollen per Funk Kontakt aufnehmen. Ach so, ja, klar, logisch. Ja. Aber ich kenne doch deren Telefonnummer gar nicht. Nein, doch nicht mit denen, sondern laut Protokoll müssen Sie mit der zuständigen Seenotleitstelle sprechen. Sie haben recht, natürlich, logisch. Ja. Hallo, Italia, hallo, ist der Tedesco in Aeroflotto. Emergenza mit dem Boto di Plastico. Rapido! Ich wusste gar nicht, dass Sie Arabisch sprechen. Das war Italienisch. Oh, okay, dann werden die Sie nicht verstehen.
Wieso? Die italienische Leitstelle spricht Arabisch. Nein, Sie müssen die libysche Seenotleitstelle informieren. Das hier ist libysche Seenotrettungszone. Ja, aber dann werden die Leute ja nach Libyen gebracht. Ja, natürlich. Ja, aber die Leute wurden doch immer von hier in italienische Häfen gebracht. Ja, ja, weil es damals noch keine libysche Seenotleitstelle gab. Und dann hat 2018 die EU-Kommission Italien beauftragt, dafür zu sorgen, dass Libyen eine Seenotleitstelle einrichten kann. Und 40 Millionen Euro hat sich die EU das kosten lassen, dass Libyen eine eigene Seenotrettungszone einrichtet. Sie, ja? Ja? Was ist denn da los jetzt? Wir haben einen kleinen Notfall, glaube ich. Notfall? Ja. Ja. Was für ein Notfall? Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Haben Sie einen Euro? Was? Ein Euro. Moment, da, ich glaube, ich habe einen. Ja. Ah, hier. Sagen Sie mal. So, ah, das ist und gut. Jetzt, ja. Was ist da? Ja. Halten Sie sich fest. Achtung. Mach ich. So. Ah, gut. So, jetzt halt. Okay, und here we go. Jawohl. So, jetzt sind wir auf Höhe kommen. Sagen Sie mal jetzt. Ja. Die Leute da unten, die haben doch alles getan, um aus Libyen rauszukommen. Ja. Aber die wollen ja jetzt erstmal aus dem Wasser raus, ne? Ja. Aber ich kenne Geschichten von Leuten, die lieber ertrunken wären, als wieder zurück in libysche Lager zu müssen. Ja, aber entscheidend ist doch, dass sie erstmal in einen sicheren Hafen gebracht werden. Ja, aber in Libyen droht ihnen doch Folter und Vergewaltigung. Ja, aber doch nicht direkt am Hafen. Aber hören Sie mal, der Menschenrechtsgerichtshof hat doch entschieden, Libyen ist kein sicherer Zufluchtsort. Ja, aber die zuständige Seenotleitstelle entscheidet, was ein sicherer Hafen ist. Und das ist in dem Fall Libyen. Schauen Sie mal, Ihr Boot ist dabei zu kentern. Oh Gott. Ich funk die libysche Leitstelle. Ja, gut. Ja. Da geht keiner ran. Hä? Da geht keiner ran. Sorry, da geht keiner ran. Warum geht da keiner ran? Die können ja nicht 24 Stunden am Telefon klemmen. Die haben auch noch einen Bürgerkrieg zu führen. Ach, hört's mal, ist es nicht Sinn einer Leitstelle, dass man rund um die Uhr besetzt ist? Oder sollen die Geflüchteten jetzt ihre Flucht übers Mittelmeer vielleicht in Bürozeiten der libyschen Behörden anpassen? Das wäre natürlich ideal. Wobei die schwer rauszufinden sind. Weil die Mitarbeiter einer Seenotleitstelle sprechen so gut wie kein Englisch. Wobei man das auch nicht genau sagen kann, weil die Telefonleitungen sind so schlecht, dass selbst wenn sie Englisch sprechen, sie klingen als wie wenn Sie Italienisch reden. Also, das klingt für mich nicht nach einer funktionierenden Behörde. Libyen hat eine international anerkannte und zuständige Seenotleitstelle. Warum plärren Sie das jetzt so in der Gegend rum? Weil das unsere offizielle Position ist. Sagen Sie mal, sind die überhaupt fähig zur Seenotrettung? Ja, das ist ein bisschen schwer festzustellen. Ah, weil man die telefonisch nicht erreichen kann? Nein, weil die EU-Kommission hat gesagt, sie wisse gar nicht genau, wo sich die von Ihnen finanzierte Seenotleitstelle überhaupt befindet. Was? Jetzt schauen Sie mich nicht so böse an. Ohne die EU gäbe es die Seenotleitstelle überhaupt nicht. Also wir ziehen unsere Boote ab, nicht wahr, und beauftragen eine vermutlich nicht vorhandene Rettungsstelle mit der Rettung. Die ab und zu immerhin die libysche Küstenwache schickt. Ah, und die können denen dann helfen? Oho. Also, wenn Sie unter Hilfe verstehen, dass die libysche Küstenwache zum Beispiel private Seenotretter bei der Bergung so behindern, dass ein paar Geflüchtete bei der Rettung sterben, dann ja. Dann ist es ja für die in Seenot sogar besser, wenn die Leitstelle nicht erreichbar ist. Ja, aber das ist kein Problem. In dem Fall informieren wir einfach die libysche Küstenwache mit einem Foto von dem zu rettenden Boot per WhatsApp. Ja, aber wir dürfen die doch nicht da hinschicken, wo ihnen Verfolgung droht. Ja, wir dürfen das nicht, aber die schon. Ich meine, die sind ja schon kriminell. Ne? Mein Hut! Mein Hut! Retten Sie meinen Hut! Tut mir leid. Dafür haben wir nicht mehr genug Kerosin. Was? Aber das ist Emergenza. Sie. Hallo, Sie! Einfach wieder raufwerfen! Oh, verdammt. Ja, aber sagen Sie mal, wenn Sie mit der libyschen Küstenwache zusammenarbeiten, dann machen Sie sich doch des Völkerrechtsbruchs mitschuldig. Wie denn? Frontex hat ja niemals offiziell mit der libyschen Küstenwache kooperiert. Ach, jetzt, aber Sie haben doch gerade eben, haben Sie doch per Textnachricht ein Foto von dem Boot mit WhatsApp da an die libysche Küstenwache geschickt. Ja. Aber das war ja eine Notfallkommunikation und deswegen keine offizielle Kooperation. Aber das sind doch hier immer Notfälle. Ja, eben. Also hören Sie mal, seit 2015 sind 18.709 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Und bei Ihnen wird Seenotrettung nur simuliert. Wissen Sie was? Ich habe auch nie etwas anderes behauptet. Also, Menschenrechte gibt's vielleicht an Land, aber auf dem Meer, da gehen die gerne mal unter, oder? Entschuldigen Sie bitte, aber wir bei Frontex schreiben Menschenrechte groß. Ja, aber werden die nicht immer groß geschrieben? So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Glocke gedrückt? Was?
sich eines von den beiden Videos hier angeschaut. Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Werde ich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Er ist sonst nicht so. Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen.